So, herzlich willkommen zurück zum Rise of the Triad Let's Play. So. Keine vierte Waffe. Keine Rüstungen. Warum? Weil dieses tolle Spiel ja beim Quickload abkackt. Und oh. Das, was er mich über Resume Game laden lässt. Ist natürlich das, wo ich mit euch die Secrets durchgegangen bin, mit den Cheats und so allem drin. Das heißt, ich musste quasi mit einem Basisstart in die Zelle rein. Ach, das ist doch. Zum Glück ist es bei dem Spiel nicht so schlimm. Es ist nur schade um die beiden Rüstungen. Aber zum Glück kriegt man ja schnell eine vierte Waffe nachgeliefert. Das verbuggte Spiel. Ah! Muss ich an diesen blöden Fässern hier jetzt auslassen? Oh. Oh. Ja, was muss ich jetzt machen? Ich lieber hier. Das andere Ding wird mich jetzt wahrscheinlich wieder. So. Gut, speichern wir so über das andere Safe-Game, lässt sich ja nicht mal laden. Ja. Ganz großes Kino halt. So. Gut, da kommt eine Falle runter bei dem Ding. Ich will die aber trotzdem haben. Und die kann man bestimmt auch irgendwie kriegen. Wo passiert denn das? So. Na also. Und da ist da. Guck mal, da ist ja schon wieder eine neue Rüstung. So, das ist auch meine Shotgun wieder. Wäre natürlich jetzt ganz großes Kino, wenn das jetzt hier ein Bosskampf sein sollte. Und ich natürlich sinnigerweise die ganzen Rüstungen nicht mehr habe. Ja. Ich fürchte aber, dass es genau darauf hinauslaufen wird. Das sieht mir schon nach Bosskampf aus hier, wenn man ehrlich ist. Tja. Muss ich halt hoffen, dass ich es packe. So, gut, hier ist nichts weiter. Da ist der Schalter, ich weiß, aber ich will mich erstmal umgucken. So. Komm denn da rein, verdammt. Gute Frage. Sehr gute Frage.
Na gut, werde ich wohl nicht rauskriegen, vermute ich. Oh. Ha. Sehr gut. Vor allem ein Schalter in einem Baum. Auch gut. So, dann haben wir eine Armor wenigstens wieder. Aber die schöne andere vermisse ich trotzdem. Naja. Gut, lass uns den Schalter drücken jetzt. So. So, was passiert jetzt? Ihr schießt doch was. Seh ich doch. Tschu. Wer noch? Ah, scheiße. Tschu noch. So. Ach, fuck. So, jetzt aber. Jetzt lass mich doch da mal durch. Du kriegst das nicht, vergiss es. So. Ah, die schießen von. Legt euch nicht mit mir an. Ich hab einen Blue Team Raketenwerfer. So. Nein, gib den Raketenwerfer wieder her. Na komm, mach auf. Was ist dein Problem, Junge? So. Sterben ist angesagt. Zack. Was haben wir hier? Oh, eine Heatseeker. Geil. Mag ich. Heatseeker ist cool. Ich komme noch zurück, das ist schön. Und ich will ja auch mal hier durchgucken, ob wir jetzt alles haben. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Boah. Sieht, glaube ich, gut aus. Dann können wir tatsächlich hier durch. Gut. Und hier ist auch nichts weiter irgendwie so. Ne, sieht gut aus. Okay. Weiter. Ist da irgendwas hinter? Nein. Man muss das hier abchecken. Nix. Na gut. Na klar, du überlebst das. Ist schon recht. So. Wie macht er das? Erklärt es mir. Ich will als Mensch auch eine Rakete überleben. Ich kann das nicht. Na gut, in dem Spiel kann ich das wohl auch, aber normalerweise sollte man es nicht können. Sagen wir es so. Double the pleasure, double the fun.
Da sagst du was, Lorelei, da sagst du was. So. Muss ich mich da hochspringen oder geht das doch anders? Wahrscheinlich nicht anders, ne? Ah, shit. Ich bin zu schlecht dafür. So. Gut. Er kann laden. Das ist ja schon mal was wert. So. Das gleich. Da kommt bestimmt. Moment. Oder ich muss das von hier aus versuchen. Da kommt man bestimmt hin. Ha. Oder nicht? Jetzt ist es eh kaputt. Ich glaube, das ist diesmal nicht die Lösung. Na gut. Aber wie dann? Ich weiß es gerade nicht. Bitte sollst du nicht so mit dem Ding mich sprengen. Weil zwei Raketen und so. Das fände ich ein bisschen eklig. Was geht denn da? Ich sehe es nicht. Ich bin blind. Ah, da oben. Intruder Alert. Klatsch. Klatsch. Tja. Du kannst keinen alarmieren für die Zukunft. So. Spätestens jetzt wisst ihr sowieso Bescheid. Wenn euer Wächter nicht mehr zu erreichen ist. Ich finde jetzt. Ach, da oben. Da ist er doch. Was besperrst du dich denn, Lorelei? Der Gegner ist doch schon längst tot. So. Ah. Hier hast du Futter und schon gehst du wieder bestens. Also beschwer dich mal nicht. Flatsch. Er rennt natürlich rein. Ich find's hervorragend. Würde ich auch machen. Wenn man intelligent ist, läuft man natürlich in der Flugbahn der Rakete hinein. Was soll schon schief gehen? So. Was haben wir denn da verstärkt? Ja, die ist aber scheiße, haben wir festgestellt, ne? Deswegen mag ich die schon gar nicht gerne mitnehmen, weil die halt scheiße ist. Gegenargument ist, dass hier nur noch drei Raketen drin sind. Aber die ist halt wirklich scheiße, na gut. Trotzdem aber wahrscheinlich mit 40 Raketen Inhalt sinnvoller zu verwenden. Na gut, nehmen wir das Schrottding mit. Die Raketen taugen nicht, sie sind nicht gut. Sie sind absolut nicht gut. Sie machen nämlich zu wenig Schaden. Ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. So. Ja, mit den Münzen. Da ist der goldene Key. Jo, dann gib mal her so ein Ding. Wieso hat mich das geahnt? Na, solange er laden kann, ist mir das alles Wurst. Hauptsache er kann laden. So. Deswegen lass uns auch dankbar sein, wenn er laden kann und nicht
direkt alles überspeichern. So. Ach du Scheiße. Puh. Was soll ich denn das jetzt machen? Wahrscheinlich einfach nur so. Ja, ich glaub's dir. Weg mit euch. So. Okay. Einfach durch da. Oh, das war wohl nicht die beste Idee. Ich lade mal lieber. Moment, bei dem Level scheint es ja wieder zu klappen. Ja, und jetzt? Ja, cool. Irgendwas habe ich hier garantiert vorher übersehen. Kann irgendwie nicht Sinn der Sache sein. Hier übersehe ich irgendwo einen Schalter, glaube ich. Es ist irgendwie eigenartig. Wir sicher jetzt müssen umsehen. Eigenartig. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man das nicht anders lösen können soll. Seltsam irgendwie. Ach komm! Ey, das ist doch nicht wahr. So, jetzt leck mich, jetzt geht da einfach. Ach! Jetzt lass mich da halt durch! Ernsthaft? Boah, lass mich da jetzt durch und gut ist. Dankeschön. Yeah. Es geht bestimmt irgendwie abzuschalten, ich weiß noch nicht wie. Das ist mein Problem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einem gezwungen wird, da sich Schaden zu nehmen, aber... Naja, whatever. Du willst meine Waffe? Das kannst du kriegen, den Inhalt. So. Inhalt gebe ich dir gerne. So. Zack. Boom. Für dich tut's auch die... Ach komm, Treff. So. Jetzt kann ich wieder die benutzen. Wart. Schön. So, wie komme ich da jetzt durch? Keine Ahnung, ich speichere lieber. So. Das ist nämlich eine sehr gute Frage.
durchgehe, werde ich doch zerfetzt. Wow, nicht. Erstaunlich, na gut. Eure Falle hat nicht funktioniert, Jungs. Ja, den nehme ich auch mal mit, egal. Okay. Uiuiui. Du, du bist die Splitmissile, ne? Ach ne, das Ding. Ja. Die mag ich eigentlich. Eigentlich lieber, aber die hat. Ach, die hat eh nicht mehr viel Munition, ja, dann nehmen wir die. Ganz klarer Fall. Okay, weiter. Was wollt ihr denn jetzt? Sterben bitte. Ich sah am Fenster, auf der Fensterbank stehen. Genial. Wer noch? Man da wohl reinkommt. Ne, das lässt sich nicht springen. Ah, so kommt man da auf jeden Fall rein, schon mal. Alright. So. Ja, mit dem Zeug. So, hätten wir das. Ich verpasse bestimmt auch schon wieder einige Secrets, aber hey. Ich glaube, meine Zeit ist auch schon wieder rum. Mal abgeblödet das Fass. So. Bam. Ich. Interessant. Das war glaube ich nur die andere Seite. Ja, genau. Davon da kam ich. Also nichts mit Sie. Oh, shit. Stressmaker. Was? Wer? Zeige dich bekenntlich. Ach, da oben. Das ist ja ganz mies. Arschgesichter. V, ihr Arschgesichter. Im Ernst. So eine Arschgesichter. So. Ich kann hier auch schon welche entdecken. Das wäre cool, weil dann könnten die mich von hier schon arbeiten.
Gut, speichern wir mal hier und dann mache ich jetzt auch mal den Part zu Ende fürs Erste. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal mit Rise of the Triad. Bye bye.